Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Nina, das hier ist meine Beauty-Welt und ich habe heute für euch quasi hier mein erstes Adventskalender-Unboxing. So viele gibt es bei mir ja nicht zu sehen. Einen ganz besonderen seht ihr am Mittwoch, am 11. Schaut da unbedingt vorbei. Ich sag's euch, das wird ein Knaller. Ich habe ein super Schnäppchen gemacht, wie viele von euch. Ich habe es auch auf meinem Kanal hier geteilt, als ich es gesehen habe. Ich habe mitten in der Nacht, so konnte ich nicht schlafen, glaube ich, abends, habe so durch die Rossmann-App noch geguckt und habe gesehen, dass Rossmann diesen Manhattan-Adventskalender, der das erste Mal wohl auf dem Markt ist, so wie ich das richtig verstanden habe. Also ich glaube, der ist brandneu. Ich meine, von dieser Marke gab es noch keinen Adventskalender. Der kostet normalerweise 39,95 €. Für den Preis könnt ihr ihn auch noch bekommen. Woraus man natürlich uns mal mit 10% Rabattcoupon sparte 4 Euro noch. Aber die hatten den als Online-Angebot für 20 Euro. Und dann gab es obendrauf auch noch ein 20% Rabattcoupon für Manhattan-Produkte, sodass ich für diesen Kalender 16 Euro bezahlt habe. Also viel weniger als die Hälfte. Und der soll einen Wert von über 120 Euro drin haben. Nur Full-Size-Produkte. Ja, vielleicht habt ihr schon das ein oder andere Unboxing gesehen, ganz bestimmt, weil ich bin ja nicht die Erste. Ich mache das ja auch nicht hauptberuflich. Das ist ja hier nur mein kleines Hobby. Ich habe das selbst bezahlt und ja, genau, das machen wir das trotzdem mal und schauen uns mal an, was sich in dem Kalender befindet. Also es sollen nur Full-Size-Produkte drin sein. Ich lege ihn einfach mal hier vor mich hin. Das ist jetzt natürlich leider ein Kalender. Wenn ich den halt aufgerissen habe, dann ist es so. Ich zeige euch auch Kalender, die ich für mich in der Weihnachtszeit auch gerne nutzen möchte, sofern man sie denn wieder befüllen kann. Weil wenn ich den jetzt hier aufgemacht habe, kann ich es nicht mehr befüllen. So, ich fange mal an mit der 1. Der scheint mir komplett aus Pappe zu sein. So, wir haben hier ein Lippenprodukt. Ich weiß, dass da auch ein paar Lippenprodukte drin sind. Es wird bei mir demnächst aber eine schöne große Verlosung geben, noch anlässlich meines 2000 Abonnenten-Specials. Für meine Abonnenten, also schön abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt, kommt jetzt bald und da wird einiges zu gewinnen geben. Es wird auch mehrere Gewinner geben, damit es eben nicht nur einen wird, aber das Video wird bald kommen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben hier einen matten Liquid Lipstick, würde ich sagen. Und zwar heißt der Lasting Perfection Mega Matte All Day Wear Liquid Lip Color. Die Farbe ist 110 Shopping in Soho. Ja, da ich es vielleicht verlosen möchte, seht es mir nach, dass ich es euch nicht swatche. Könnt ihr gern, ich glaube bei bestimmt Nicole oder Claudi, die beiden, die swatchen bestimmt. So, dann haben wir einen Eyeshadow, einen Mono-Eyeshadow in der Farbe Shock Shock Kiss. Das ist so ein dunkles Braun mit leichtem Schimmer drin. Den werde ich euch tatsächlich mal swatchen, weil das entspricht sehr meinem Geschmack. Oh ja, der erinnert mich ein bisschen an einen MAC, den ich habe. Schaut mal. Habe ich den hier drin? Ja. Das ist einer von MAC hier. Ich schaue mal, ob die... Das ist, glaube ich, die Farbe Taupe. Ja, sind ein bisschen... Aber vom Finish her erinnert der mich ein bisschen. Ja, ein bisschen unterschiedlich sind sie. Das hier ist MAC, das hier ist Manhattan. Aber, ja, ist preislich auf jeden Fall ein großer Unterschied, ne? Nee, doch... Werde ich auf jeden Fall benutzen. Gefällt mir. Also ich mag Monolidschatten. Ich habe auch oft echt nur, ihr seht es jetzt auch, ich trage, das sind zwei Farben, die ich trage aus einer Palette. Also ich bin eigentlich komplett weg so von diesen vielen Farben auf dem Auge. Also ich mag es sehr gerne, nur ein oder zwei Farben zu tragen. Es sind viele längliche drin. Aber was ich cool finde, ist, dass es halt echt nur Full-Size-Produkte sind. So, dann haben wir hier einen Dip-Eyeliner in Schwarz. Die Produkte, die kann man halt auch alle echt so kaufen.
Weiß ich noch nicht, ob ich den verwenden werde. Deswegen werde ich den mal nicht swatchen. Vielleicht ist der auch für euch. So, wo haben wir die Nummer 4? Ich bin heute echt ein bisschen blind. Ach, da. Da haben wir den ersten Nagellack. Oh ja, die Farbe gefällt mir gut. Der erinnert mich ein bisschen an den, den ich drauf habe. Das ist der Ballet Slipper von Essie. Und der hier gefällt mir echt gut. Ich trage ja jetzt wieder viel Nagellack. Der heißt, das ist 060 Bare Affair. Wenn ihr möchtet, mache ich gerne mit euch so ein Ausprobiervideo. Dann probieren wir mal die Nagellacke aus. Ich weiß ja, dass auch hier so das ein oder andere Gesichtsprodukt vielleicht noch da drin sein wird. Dann können wir das gerne alles mal ausprobieren, wenn ihr wollt. So ein kleines Fullface schminken und dann auch die Nagellacke mal ausprobieren. Die werde ich wahrscheinlich behalten, weil ich habe die ganze Zeit hin und her überlegt, ob ich mir doch wieder Gelnägel machen soll. Aber aktuell gefallen mir meine Nägel eigentlich ganz gut. Ich bin so ein, ja, ich bin ein bisschen schwierig, meine eigenen Nägel zu machen. Ich kann das nicht so gut, aber ja, das Geld. Mittlerweile ist es so teuer geworden, erspare ich mir es lieber. Und ich freue mich über den Nagellack. Der kommt auf jeden Fall schon mal auf die Seite, die ich behalten werde. So, das war 4. Jetzt sind wir bei Nummer 5. Es tut mir leid, bei mir sind die Videos alle ein bisschen länger. Ich erzähle viel zwischendurch, aber ich weiß, meine Abonnenten mögen das. Sonst müsst ihr halt ein bisschen vorskippen, wenn ihr wirklich nur hier seid, um die Produkte zu sehen. Cool. Oh, habe ich den nicht sogar? Ich meine, den habe ich doch. Heißt der auch so? Das ist ein Kajalstift in Braun. Ich meine, den habe ich. Der ist aber auch schon alt dann. Habe ich den? Habe ich den? Oder bist du? Jawohl, ich habe den sogar. Schaut mal. Kann ich den? Aber der hieß, bist du denn jetzt ein Chacha Schoko? Ja, die Farbe ist dieselbe. Der heißt jetzt aber anders. Schaut mal, das ist meiner. Da hieß der noch Kohlkajal Eyeliner. Und jetzt heißt er, so sieht der aus. Ich kann euch ja dann meinen swatchen. Ich wollte schon sagen, das sieht genau aus wie meiner. Und der ist gut. Ich liebe den. Ich benutze den schon ganz lange. Der ist richtig toll. Der hält auch lange. So sieht der aus. Schaut mal, richtig toll. Ne? Ich mag Braun unheimlich gerne. Heute habe ich ausnahmsweise mal Schwarz drauf. Also der wird auch auf jeden Fall behalten. Aber Braun ist manchmal echt einfach ein bisschen weicher. So, Nikolaus. Oh, da haben wir einen. Ja, das weiß ich noch nicht, ob ich den behalten werde. Vielleicht wandert der mit in die Verlosung rein. Da haben wir einen roten Nagellack. Ah, da bin ich nicht so der Typ für. Eventuell auf den Füßen. Ich muss mal schauen. Oder ich gebe ihn meiner Mama. Die mag es auch sehr gerne. So, die Nummer 7 könnte auch, ja, sehr schön. Noch ein Monolidschatten in einem wunderschönen hellen Ton. Liebe ich auch, mache ich mir total gerne auf die untere Wasserlinie. Bist du denn ganz matt? Wo machen wir dich denn jetzt hin? Hier drüber? Ja, ist so ein matter Eierschalenton, würde ich sagen. Könnt ihr das sehen? Kann man auch super so nehmen, um halt matt zu highlighten. Gefällt mir auch sehr gut. Ich glaube, das war es auch schon fast an Lidschatten, was hier drin ist. 7, jetzt nach 7 kommt bekanntlich die 8, genau. Da haben wir wieder einen Nagellack. Der kommt mir auch bekannt vor. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass ich den auch habe. In dieser Farbe, die finde ich auch sehr schön. Die heißt ach, da steht es drauf. Farbe 970 Beginners Luck. Sehr schön. Also wie gesagt, ich persönlich habe jetzt kein Problem mit den Nagellacken. Ich weiß, dass die von Manhattan gut sind. So, Nummer 9. Hier haben wir einen Lippenstift drin. Oh ja, einen darf natürlich in fast keinem sag mal schnell, Adventskalender fehlen zu Weihnachten. Der typisch rote Lippenstift. Ist auch eine schöne Verpackung. Ich hoffe, ich versau das jetzt hier nicht mit meinen Swatch-Fingern. Schaut mal, ein schönes mattes Weiß mit diesem Silber. Da seht ihr die Farbe. 890 ist es, glaube ich, ja. Satin Lipstick ist das. Mir steht es leider nicht. 30 Monate haltbar, da habt ihr lange was von. Also der ist wahrscheinlich nichts für mich. Mir steht es einfach nicht. Ich weiß, viele sagen, oh, probier es aus, aber
glaubt mir, oh, da ist was weggerutscht. Es ist einfach, es steht mir einfach nicht. So, ich glaube, na, wo bist du denn hier? Jetzt ist der, hat der sich hier verkeilt. Es ist ein Stift. Es ist ein Stift. Es ist ein, was für eine Art Liner bist du denn? Komm jetzt her. Es ist ein Lip Liner. Lasting Perfection Long Lasting Lip Liner. So sieht der aus. Farbe. Penny Brown 94F. Das ist so einer zum Rausdrehen. Den werde ich euch, bitte nicht enttäuscht sein, auch nicht swatchen. Wie gesagt, also wenn, kommt es ja irgendwann irgendwem auch hier zugute, der das Ganze dann ja gewinnen möchte. Ne? So, da kommt noch ein Nagellack zum Vorschein, aber kein normaler Nagellack, sondern, also ein farbiger Nagellack, sondern ein Topcoat. Kann man auch immer gebrauchen. Ne? Super Gel Topcoat. Richtig, richtig gut. Ist nicht für UV, nicht für UV-Lampen geeignet. Cool. Brauche ich auch immer, ne? So, das war die Nummer 11. Nummer 12. Da ist schon eine Lippe drauf. Da wird wahrscheinlich auch wieder was für die Lippen drin sein. Aber das finde ich ganz hübsch. Das könnte meins sein. Manhattan High Shine Lip Gloss in einem schönen rosa Glitzer. Ich weiß gar nicht, ob du eine 52N steht drauf. Ich glaube, den werde ich mal ausprobieren. Mein Spiegel. Oh, der riecht süß. Oh ja, auf sowas stehe ich. Hm. Habe ich noch Platz zum Swatchen? Ja, das ist schwierig. Also es ist wirklich relativ klar, leichter roséfarbener Unterton. Da, ne? Riecht zuckersüß. Könntest du sehen. Schön, gefällt mir. Gefällt mir. Die 12, Halbzeit haben wir schon gehabt. Oh, die 13 ist was Großes. Okay, da haben wir einen Maxi Blush. Einen original großen Blush, die Farbe 100 Exposed, ist auch ein sehr schöner Ton, denke ich, der vielen gefallen wird. Hm, swatch ich dich jetzt oder? Seid mir nicht böse, ich swatch ihn erstmal nicht, okay, weil ich will nicht da rein und hinterher entscheide ich mich doch dazu. Ich habe echt viele Blushes. So, jetzt haben wir hier nochmal einen Stift. Die Stiftdinger, die sind echt nicht so einfach aufzubekommen. Die liegen so tief drin. So, aus der Clean and Free Reihe haben wir einen Clean Eyeliner Pencil. Ich nehme mal an, dass das schwarz ist. Oder ja, haben wir einfach einen schwarzen Kajal aus der Clean and Free Reihe. Darf natürlich auch nicht fehlen in einem Adventskalender. Ne? So, welche Nummer warst du denn jetzt? Du warst die 14. Dann haben wir jetzt 15. Da ist wieder ein Nagellack drauf. Wir haben wieder ein Nagellack. Oh, noch so ein roter. Ja, das habe ich schon mal gesehen. Also die... Das ist der zweite. Und die sind sich ja echt sehr ähnlich. Also schade. Da finde ich, da hätten sie jetzt einen anderen Ton noch reinmachen können. Als da nochmal den zweiten dunkelroten. Schade, da hätte ich mir lieber, dann hätte ich mir eher ein Gelb gewünscht oder ein Blau oder so oder ein Rosa, ne? Aber nicht, sag mal schnell, nicht noch so ein Rot. 16, oh, 16 ist wieder was Großes. Oh, Soft Compact Powder, das ist jetzt auch schon so lange, ne? Ich weiß, das habe ich auch mal gehabt, da war ich echt noch mega jung. Ist transparent. Bin ich gespannt, ob ich dich ja transparent kann, brauche ich euch auch nicht zu swatchen, ne? Sollte im Prinzip ja jedem Hautton passen. Ich denke, ich werde es mir mal behalten, weil es halt transparent ist. Ich benutze ja eigentlich nur das von L'Oreal. Aber ich lasse mich da ja gerne eines Besseren belehren. So, ich glaube, jetzt haben wir noch einen Nagellack. Das ist eine schönere Farbe.
Da haben wir den Nummer 27, Sweet Dreams. Ist so ein schöner Nude-Ton. Ne? Ist echt hübsch. Gefällt mir. So, ja, das ist jetzt Nagellack Nummer 6 gewesen. Ich denke mal, das wird es auch jetzt gewesen sein. 17 war das so. 18. Wo ist die 18? 18, 18. Bin ich denn blind? Da unten. Ein kleines Stiftefach. Das sieht mir auch aus, als wäre es aus, ja, nochmal aus der Clean and Free Reihe einen Stift. Und zwar einen grünen. Okay. Wie findet ihr sowas? Also für mich ist das jetzt nichts. Ich bin da, glaube ich, ja, vielleicht nicht zu alt für, aber grün ist jetzt auch nicht mit meinen blauen Augen, ist jetzt auch nicht unbedingt so die Farbe, die ich mir da auswählen würde. So, das war 18, habe ich gesagt, ne? So, 19 ist, glaube ich, wieder was für die Lippen. Nein, ist es nicht? Nein, es ist ein Endless Stay Eye Primer. Auch nicht schlecht. Ein Lidschattenprimer. Sehr schön, intensiviert die Lippen. Lidschattenfarbe setzt sich nicht ab. Wischfest hilft, die Haltbarkeit des Lidschattens zu verlängern bis zu 24 Stunden. Okay, so. Ja, es sind echt einige Stifte hier drin. Aber wie gesagt, ich darf ja wirklich gar nicht meckern, weil ich habe halt 16 Euro dafür bezahlt, ne? Da würde ich wirklich nicht meckern. So, dann haben wir einen Lip Liner in der Farbe Rose Addiction. Also das ist, glaube ich, echt so eine, ja, so eine Standard-Lip Liner-Farbe, ne? So ein Rosenholzton. Es ist auch zum Rausdrehen. Der ist, ja, ich swatche euch den auch mal irgendwo hin. Ich glaube, ich muss mal langsam meine andere Hand nehmen zum Swatchen. Ja, also das ist eine Farbe, die würde ich tragen. Ja, so ein typischer Rosenholzton halt. Gefällt mir. Gefällt mir, gefällt mir. Ist nur halt nicht der passende, oder? Nee. Na doch, mit dem hier passt es. Doch, mit dem passt es. Mit dem anderen Lippenstift nicht. So, die 21 ist auch wieder eine Stiftform. Ja, jetzt haben sie es gerade gehört, ne, dass ich gesagt habe, mit dem anderen Lippenstift passt es nicht. Und dann im nächsten Moment kommt der rote Lip Liner. Ne? Den werde ich nicht behalten, da ich auch den roten Lippenstift nicht behalten werde. Aber wie lustig. Ne? Also haben sie schon, finde ich richtig cool, dass sie das so durchdacht haben, dass wirklich hier der passende Lip Liner zum Lippenstift und hier halt auch. Ne? Jeweils hat man da eine gute Kombi. Aber rot ist leider nicht meine Farbe, aber wer das tragen kann, finde ich wirklich mega schön. So, jetzt sind wir auch schon bei den letzten drei Türchen. Die Nummer 22, okay, kommt noch ein Highshine Lipgloss zum Vorschein. Gefällt mir auch die Farbe, kann ich auch tragen. Also die beiden, die sind ein bisschen unterschiedlich von der Farbe her, ähneln sich natürlich schon. So ein bisschen, ne? Aber ich kann sie wenigstens so tragen. So, die Nummer 23 haben wir einen Bronzer enthalten. Und ich bin auch froh, dass alle Puderprodukte, die ich bis jetzt hier drin hatte, dass die alle, sag mal schnell, heile sind. Der ist so zum... So sieht der aus. Der hat die Farbe 001 Sunlight. Den swatche ich auch mal. Oh, der ist sehr... Oh, der ist recht krümelig. Uiuiui. Jetzt bin ich natürlich recht braun momentan. Weiß nicht, kann man den sehen? Ich glaube, das ist... Ja, seht, der ist recht krümelig. Schaut mal. Ja. Der ist vielleicht was für mich... für den Winter, ja. Jetzt im Moment bin ich da, glaube ich, wirklich zu braun. Okay, jetzt haben wir noch ein
Produkt. Jetzt fehlt natürlich noch was. Ne? Wir haben natürlich noch keine Mascara gehabt. Hätten sie für meinen Geschmack, hätten sie auch gerne noch ein zweite von reintun können. Aber wie gesagt, für 16 Euro will ich da wirklich nicht meckern. Ich kenne sie nicht. Das ist die Volume Up Mascara in Extreme Black. So sieht die aus. Das Bürstchen zeige ich euch mal hier auf der Verpackung. Können wir das sehen? Ja, so sieht das Bürstchen aus. Da muss ich die Mascara nicht aufmachen. Das ist ja, wenn dann einmal Luft dran war, beginnt es ja dann quasi schon abzulaufen. Ja, das war der Kalender. So sieht er aus. Also man kann die zumindest wieder, außer die Stiftdinger, die ließen sich jetzt nicht so leicht aufmachen, aber die anderen kann man zumindest schön wieder zuklappen, dass der Kalender nicht total zerrupft aussieht. Ne? Also, nochmal kurz zusammengefasst. Wir haben 6 Nagellacke. Diese 6 Nagellacke haben wir. Davon finde ich 4 gut. Dann haben wir 2 Lipglosse, einen matten Liquid Lipstick und einen roten Lippenstift. Wir haben 3 Face-Produkte, Puder, Bronzer und Blush. Ich weiß gar nicht, ob Manhattan auch einen Highlighter hat. Hätten sie natürlich auch gerne reintun können, anstatt eines Dings. Ne? So, wir haben 3 Lip Liner. Diese 3 Lip Liner haben wir. Wir haben einen Lidschatten Primer. Wir haben 2 Lidschatten. Einen dunkelbraunen und einen ja, cremefarbenen. Wir haben einen Liquid Dip Eyeliner und wir haben 3 Kajalstifte. Einen grünen, einen schwarzen und einen braunen. Habe ich irgendwas vergessen? Nein. Also ich muss sagen, für 16 Euro will ich überhaupt nicht meckern. Achso, und die Mascara natürlich nicht zu vergessen. In der 24. Also für 16 Euro will ich überhaupt nicht meckern. 40 Euro, ja. Also ich muss sagen, wenn man nicht so wie ich kein Lippenstiftfreund ist, also wenn man ein Lippenstiftfreund ist und gerne Lippenstift trägt und auch sowas Rotes trägt, ne, glaube ich, wird man mit dem Kalender sehr glücklich sein. Ne? Und wenn man natürlich überhaupt mit Nagellack nichts anfangen kann, ist es auch blöd. Aber mittlerweile finde ich, ja, ich schaue mal, ob ich, das sind die beiden, das ist jetzt nicht so mein Vibe, aber ansonsten, ja. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr den Kalender findet. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, ob ihr auch das Glück hattet, dass ihr ihn für 16 Euro oder für 20 Euro bekommen habt. Und oder ob ihr ihn euch auch für 40 Euro kauft. Wie gesagt, ansonsten kauft ihn bei Rossmann und nehmt noch einen 10% Coupon. Da spart ihr wenigstens noch ein bisschen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.